Vom Katastrophen zum Umweltschutz. Wir erzählen die Geschichte der Radioaktivitätsmessung in Deutschland seit den 80er Jahren. Für die Vorgeschichte schaut euch unser letztes Video an. Noch in den letzten Jahren der Warnämter, in den 80er und 90er Jahren, begann der Umbau des Radioaktivitätsmessnetzes. Die alten Sonden waren eigentlich eher für den Nuklearschlag gedacht. Es sollte nun aber der Grundpegel der Umweltradioaktivität überwacht werden. Dann wurde festgestellt, als Tschernobyl passiert ist, dass die Sonden eigentlich zu wenig Feinfühligkeit haben, um dieses darzustellen. Dann ist man hergegangen und hat einfach die Sonden technisch aufgerüstet, damals mit einer Vierersonde, ist dann zur Fünfersonde, die noch feiner wurde und besser wurde. Dann ist man hergegangen und hat eine Neuentwicklung gemacht. Das ist, was jetzt hier steht, ist eine sogenannte Siebener-Sonde oder Achtersonde. Die sind sehr viel feinfühliger, viel genauer und können auch automatisch abgefragt werden. Die allerersten Sonden wurden noch händisch per Telefon abgefragt. Und dann ist man hergegangen und hat das auf Modemkommunikation umgestellt über die Telefonleitung. Und damit konnten die Sonden sich automatisch melden bei einer Erhöhung bei der Werte. Und damit war die Vorwarnfunktion natürlich viel, viel schneller. 1997 wurde das Messnetz vom Bundesamt für Strahlenschutz übernommen. Statt 10 Warnämtern gab es nun 6 Messnetzknoten. Ab 1998 konnten die Sonden ihre Messdaten auch per Mobilfunk übertragen. Ab 2017 wurde auf LTE umgestellt. Mit den Veränderungen in der Empfindlichkeit der Sonden änderte sich das Raster, in dem die Sonden aufgebaut wurden. Erst waren es 12 bis 15 Kilometer, heute 20. Dadurch gab es um das Jahr 2000 deutlich mehr Sonden als heute.